Ja, Moinsen. Jetzt machen wir mal hier vom Ford ein kleines Beleuchtungsvideo. Im Moment das Tagfahrlicht nachgerüstete in Betrieb und sonst nichts weiter. Jetzt haben wir das Standlicht eingeschaltet. Vorne mit den weißen Lichtern, wie sich der TÜV haben möchte, und seitlich die Begrenzungsleuchten. Und hier sieht man nochmal das Standlicht, das weiß. Jetzt gehen wir mal kurz außen rum. Ja, und hinten haben wir also die roten, ganz normal, die Rücklichter, und hier nochmal an der Seite die Begrenzungsleuchten. Und so sieht vorne der Blinker aus in der TÜV-Version. Und hier ist jetzt die Originalbeleuchtung. Da brennt jetzt der in Gelb, die Begrenzungsleuchte. Und hier unten das Standlicht ist auch auf Gelb, wie es sich gehört. Und die anderen, die brennen immer so, wie sie sind, mit und da hinten. Da gibt es ja keine, hinten sind sie ja immer rot. Aber es geht mal hier um den gelben Blinker und das gelbe Standlicht. Ja, und jetzt lassen wir es mal blinken, Moment. Und hier blinkt er amerikanisch. Jetzt mit normalem Fahrlicht dazu. Der Blinker ist immer noch gelb. Das sieht jetzt nur auf dem Video so blöd aus, aber hier sieht man es, dass er immer noch gelb blinkt. Jetzt unten die Nebelscheinwerfer. Wenn man genau hinsieht, hier, das ist das Tagfahrlicht. Und das ist der Nebelscheinwerfer. Und das Tagfahrlicht geht aus, sobald ich Standlicht einschalte. Und hier jetzt mit vollem Fernlicht und Nebelscheinwerfern. Nebelscheinwerfer kann man natürlich auch ausmachen. Unten jetzt sind hier, die inneren sind die Nebelscheinwerfer, das äußere ist das Tagfahrlicht. Ist jetzt alles aus. Ja, und hinten haben wir auch noch die Nebelfunzel dran. Dann habe ich noch Innenbeleuchtung in Grün. Wenn ich fahre, da habe ich gern grüne Innenbeleuchtung. Die blendet mich nicht als wie die weiße. Und apropos weiß, ich habe hier auch noch eine starke weiße nachgerüstet, damit ich hier in der Landkarte nachschauen kann oder egal was auch immer ich mal nachschauen will, weil die normale serienmäßige, die ist mir einfach zu schwach. Wenn man jetzt hier sieht, das ist jetzt die Innenbeleuchtung mit der serienmäßigen Innenbeleuchtung hier. Die ist in Gelb, also da sehe ich ja gar nichts, da kann ich nichts lesen nachts, aber so ist halt richtig wie am Tag, aber mit der kann ich halt nicht fahren, weil wenn ich jetzt hier so fahre, dann blendet die da oben ein bisschen. Und dafür habe ich ja mein Grünlicht. Ja, und dann haben wir hier noch was für die Ladefläche. Sieht dann so aus. Und da hinten ist auch noch einer. Ist dann gut ausgeleuchtet zum Arbeiten hier. Ja, jetzt hören wir noch mal kurz in der Sound rein. Ja, und das war's dann erstmal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag oder Abend und tschüss.